So, Michael, was meinst du, worüber regst du dich auf? Über die rote Karte? Ja, rote Karte Hummels ist ja echt eine Katastrophe. So, und ja, dann? Pongracic, ey, was, ey. Meinst du? Ein Hammer, ich bin hinten übergekippt, ehrlich. Als Mitspieler, das ist eine Katastrophe. Ehrlich? Du bist ja anderer Meinung, oder nicht ganz so einer Meinung, aber ich sage dir, boah, darüber müssen wir sprechen. Machen wir. Los geht's. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Und damit herzlich willkommen. Heute sitzen wir hier am Freitag und nicht am Donnerstag, weil wir mussten noch auf diese schöne Geschichte um Marin Pongracic warten. Ja. Wobei, die ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Sie brauchte nur, bis sie durchgesickert ist. Ja? Ja, ich habe das nur am Rande, ehrlich gesagt, mitbekommen. Also du kriegst ja auch nicht alles mit, aber was da jetzt hervorgetreten ist, ich muss ja echt sagen, ich bin echt hinübergegangen. Wie hieß dieser, dieser Rapper Samuel Sibilski? Es ist völlig wurscht, ob er mit dem Rapper oder mit wem auch immer gespielt hat. Er hat das öffentlich verkündet. Und was er da verkündet hat, also das lässt mich mutmaßen, dass sein IQ nur unwesentlich höher als sein Laktatwert ist, ehrlich gesagt. Oh. Nein, das ist also dummer, Marc, ganz dummer kurz geht's mal, nicht. Marco Rose hat gerade noch in der Pressekonferenz gesagt, ich werde ihn darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist. Glaub mir, lieber Mattes, was sollen die jetzt machen? Sollen die ihn öffentlich an die Wand nageln? Der soll ja noch ein bisschen spielen. Ja? Und die Verteidiger sind rar gesät im Moment. Ich würde mal sagen. Ich sage dir, intern ist das ein richtiger Aufreger. Ja? Sowohl bei der Führung als auch in der Mannschaft. Ja? Ja. Wenn du so einen hast, der so Dinge rausposaunt, die absolut nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben, ne? Von dem hältst du dich schön fern, als Mannschaft. Und das kann zu Strömungen führen, die nicht gut sind für so eine Truppe, sag ich dir. Wir müssen jetzt erstmal aufklären, worum es eigentlich geht. So, also zum einen hat Marin Pongracic in diesem Interview, Talk, Gespräch mit dem eben von mir zitierten Rapper, beziehungsweise er wird auch als Comedian bezeichnet, erzählt, dass Erling Haaland in den nächsten 8 Wochen schon mal kein Spiel mehr macht. Ja, gut, das sage ich noch. Ja, das wollte der BVB aber nicht kommunizieren. Ja, gut, das muss ich falsch verstehen. Auch das ist schon scheiße, weil es einfach nicht in die Öffentlichkeit gehört, weil es eine interne Geschichte ist. Ja. Mhm. Und jetzt kommen weiter. So, dann kommen noch weitere Geschichten. Dann hat er über Kollege Mats Hummels gesagt, er hat immer mal wieder Probleme mit seiner Fitness. Er ist halt auch schon ein bisschen älter. Er hat große Probleme mit seinen Knien. Gut, das ist jetzt kein Geheimnisträger mit der Aussage, aber das gehört sich schlichtweg nicht. Ja. Und zwar nicht ein bisschen oder gar nicht, das gehört sich nicht. Ja? Dass man über Mitspieler, in welcher Form auch immer, auch wenn es im Grunde bekannt ist, derartigen Mist erzählt. Ja? Mhm. So, dann über seine Leihe und über einen möglichen Transfer. Also diese Ablösesumme, die vermeintlich von 9 Millionen Euro ist nicht allzu hoch. Wenn ich das einigermaßen mache, hoffe ich mal, dass die das machen werden, also ne, die Ablöse bezahlen. Es ist ja schockierend, wenn man überlegt, ich bin in Wolfsburg keine Option, aber Dortmund holt mich. Ich bin in mir zusammengesackt. Wirklich. Allein dieses Wort einigermaßen. Ja. Wenn ich die Chance bekomme, in Dortmund zu spielen und hätte er beim besten Willen jetzt noch nicht irgendwie mit großen Leistungen überzeugt. Also beim besten Willen nicht. Ne? Nee. Ich sage, wenn er nur halb so hoch springen könnte, wie er Unsinn erzählt, dann hätte er diese Vorlage da zum Ausgleich jetzt in der Champions League nicht gegeben. Dann hätte er nämlich nach vorne weggeköpft. Aber das nur am Rande. Ja? Das gehört sich einfach nicht. Und ich sage dir, das zeigt auch so ein Stück weit, was das für ein Typ ist. Ne? Wenn ich das einigermaßen hier mache. Ja? Nein, wenn er es einigermaßen macht, dann geht er ganz schnell wieder zurück nach Wolfsburg. Am besten in der Winterpause. Er muss es nicht einigermaßen machen. Ja? Er muss richtig einen raushauen. Das ist der Unterschied. Und wenn ich das einigermaßen mache, dann kann ich dann hier auf der Ersatzbank sitzen oder was? Also, pass auf, tut mir leid. Aber da habe ich 0,0 Verständnis für so viel Unsinn. Ehrlich, also das, ich habe es ja schon gesagt, also du merkst das, ja, ich bin richtig erregt, du siehst da relativ locker, sagst, ja, also, oh mein Gott, hat er halt gesagt. Nein, ich sage dir, so eine Aussage, das findet auch in der Mannschaft Anklang. Und da weißt du, wenn einer
öffentlich, ja, Internas ausplaudert, ja, und die so auch noch so einen Schwachsinnsinhalt haben, ja, oder auch über sich oder über seinen alten Club. Das ist ja nicht mal sein das alter kommt, Club, das ist ein aktueller Club. Kommt, da hat ja einen Vertrag noch vier kommt Jahre. Kommt noch, ja. Das ist nicht gut für eine Mannschaft, wenn du da so Vögel drin hast, ne? Das sage ich dir. Also ich glaube, natürlich, was soll der Rose jetzt sagen? Der hat ihn ja im Grunde auch geholt. Mhm. Das geht einfach nicht, ey. Das hat auch nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Wenn du sowas, ja, Wolfsburg ist ja auch sein Arbeitgeber noch, da hat der Vertrag. Wenn du sowas in der freien Wirtschaft über deinen Arbeitgeber sagst, kriegst du eine fristlose Kündigung und da kannst du übrigens für Arbeitsgerichte gehen, wie du willst, da wirst du nirgends recht kriegen. Ne? Also er hat jetzt über Wolfsburg noch gesagt, die haben angefangen Faxen zu machen. Ja, da habe ich gemerkt, die wollen auch, dass ich von mir aus gehe, dass ich Platz mache für andere. Eklig, bei 11 gegen 11 trainiere ich auf einmal nicht mit. Pass auf, ich will ausrasten, ich will zu Van Bommel, war ja sein damaliger Trainer, und will mir den am liebsten packen. Ehrlich? Oder? Ja, aber das wird doch so gewesen sein. Ich weiß gar nicht, was du hast. Der wurde aussortiert. Willst du mich jetzt verarschen? Der wurde aussortiert und hat sich gedacht, am liebsten würde ich mir jetzt mal den Trainer packen und dem gehöre ich meine Meinung. Wenn ich auch nur ansatzweise, ja, eine professionelle Einstellung habe, dann frage ich mich, selbst in Wolfsburg, darf ich bei 11 gegen 11 nicht mitspielen? Mhm. Bin ich vielleicht zu scheiße, dass ich hier nicht spielen kann? Muss ich mich vielleicht ein bisschen anstrengen? Ja? Gehe ich zum Trainer, sag Trainer, was soll ich machen? Ich will wieder unter die ersten 11 oder zumindest mal unter die ersten 22. Das sind eigentlich Reaktionen, die man guten Profi erwartet. Ja, aber er hat wahrscheinlich gedacht, guck mal, es gibt hier die Verschwörungstaktik die wollen mich weghaben. Und deswegen wollten sie ihn weghaben, logischerweise. Aber der Grund, ihn weghaben zu wollen, ist ja nicht der, dass er ein geiler Kick ist und da so super überzeugt an den Wolfsburg, sondern dass er offensichtlich für das, was er bringt, zu viel verdient. Ja, das ist der Grund. Und der Schäfer, der Manager von Wolfsburg, hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass sie, was das angeht, schon ein sehr intensives Gespräch mit ihm geführt haben, ja, und dass er offensichtlich gar nichts kapiert hat. Ja. Und immer nochmal, Fehler kann jeder machen. Beim ganz jungen Spieler, 18, 19, 20, keine Ahnung, kann man vielleicht noch sagen, naja gut, aber der ist 24, der ist Nationalspieler, der ist jetzt nicht seit gestern dabei. Ja, und dann muss man sich wirklich fragen, ob er noch alle Latten auf dem Zaun hat, ob da noch alle Lichter brennen da oben, ja, weil das ist ein absolutes No-Go. Ich muss das nochmal wiederholen. Und ich sage dir, ja, ich weiß es nicht, aber ich vermute es jetzt einfach schlichtweg, dass die beim BVB auch hinten übergefallen sind. Na klar, werden da jetzt natürlich irgendwie, sagen wir mal, wird das jetzt alles so ein bisschen runtergespielt und man macht da so ein bisschen, deckt den Mantel des Schweigens drüber. Weißt du, wer auch noch richtig Ärger kriegt? Wer? Wahrscheinlich derjenige, der dieses Interview nicht verhindert hat. Wer ist das denn wohl? Naja, aber du weißt doch, wie das ist in der Branche. Normalerweise macht doch keiner mehr irgendetwas, ohne dass es vorher abgesprochen wird oder dass es möglicherweise auch im Anschluss dann nochmal gegengecheckt wird, nochmal kontrolliert wird. Ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass das abgesprochen war. Nochmal, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich sage nur, ich meine, wenn du Pressesprecher bist von so einem Verein, ja, erstmal, ob du überhaupt ein Interview mit, wie heißt der da, ist ja egal, mit irgendeinem Rapper-Komiker da. Gut, da kannst du es vielleicht sagen, okay, wenn du machen willst, mach es, aber das muss auf jeden Fall natürlich gegengelesen werden, aber ich glaube gar nicht, dass das offiziell war. Also es war ja kein gedrucktes Interview, insofern war es schwer, das vorher zu checken. Das ist aber so, aus der Branchenerfahrung heraus können wir das mal definitiv hier an dieser Stelle ja auch unseren Hörerinnen und Hörern hier erzählen. Also im Gedruckten gibt es das nicht, weil die gedruckten Interviews wirklich zu 99,9% gegengelesen werden von den Medienabteilungen. Egal, ob ein Spieler mit dem Kicker spricht, mit der Bild-Zeitung spricht, mit einer lokalen Tageszeitung, da steht kein Wort drin, dass der Verein vorher nicht gelesen hat. Und deswegen sind ja auch diese ganzen Interviews so langweilig heute. Ja. Im Gegensatz zu meiner Zeit, wo wir so viel Unsinn in die Welt verbreitet haben. Und deswegen habe ich mich doch so gefreut über diese Pongratschitsch-Geschichte, weil ich mir gedacht habe, endlich mal wieder eine ungefilterte Nummer. Ja, aber tut mir leid. Also da wäre aber so ein Filter besser gewesen. Das ist echt, das ist definitiv Umweltverschmutzung, was er gemacht hat. Du hast natürlich recht, weil so ein Interview sorgt dann ja wieder dafür, dass es für uns auch als Hörfunkmenschen oder als Fernsehmenschen wieder noch schwieriger wird. ja, weil sie jetzt noch intensiver darauf achten werden, dass sie nur noch Floskeln raushauen. Aber weißt du, was noch schöner wäre, wenn die Interviews nicht überprüft würden, ja, und die Spieler so viel Eigenverantwortung hätten und auch so viel Stil, sage ich mal, so eine Dinge eben nicht rauszuhauen. Ja. Also wer auf die Idee kommt, mit seinem
Arbeitgeber oder seinem Vertragspartner, in dem Fall dem VfL Wolfsburg, ja, so an die Karre zu pissen, dann über das Angehen, was, wie, des Trainers, was wollte er? Ja, er wollte ihn angehen. Nein, ach, nein, ach, nein, Mann, ey, angehen. Er wollte sich den packen. Ja, dann muss er aufpassen, dass es ihn jetzt nicht packt, weil das, und dann, ich habe da noch so ein paar andere Sachen gelesen, das war ja alles, ich bin von einer Ohnmacht in die andere gefallen, ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht sehe ich das anders als ehemaliger Spieler, weil wo du weißt, was sich so innerhalb der Mannschaft so bei solchen Dingen abspielt, ne? Also vielleicht ist es auch heute anders als früher, ich weiß nicht, aber. Ich sehe das auch genauso, mich amüsiert es trotzdem. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich nicht, weil ich sehe da echt ein Problem irgendwie. Ne? Wir haben auch andere Probleme als so ein Unsinn, das kommt ja auch noch dazu. Das, ja? Stimmt. Jetzt brauchst du bei so vielen Ausfällen, brauchst du jetzt einen Verteidiger, eigentlich einen, der klar denkt, und dann weißt du, jetzt hast du einen, aber der denkt nicht klar. Ja, ne? aber gut war er ja auch schon vor den Aussagen nicht. das ist ja das Schlimme. Ja? Wenn der jetzt jedes Mal eine Eins gekriegt hätte, weißt du, und er hätte jetzt was für ich für Superspieler kaltgestellt und mehrere Rettungstaten und hier und da das andere Spiel gewonnen, aber nichts dergleichen, gar nichts, überhaupt nichts, im Gegenteil, eher viel Kritik und jetzt in dieser Situation, wo du eigentlich einen klar denkenden Verteidiger, das kommt ja auch noch dazu, dass ja gerade diese Situation jetzt, die momentane, so schlecht ist, dass du eigentlich jetzt einen Verteidiger brauchst, der jetzt, weißt du, da Gewehr bei Fuß steht und der auch seine Einsatzchance hofft und weißt du, und wo die Mannschaft auch vielleicht hintersteht, das kannst du schon mal vergessen, den letzten Punkt. Das kannst du vergessen. Ja, und Mats Hummels wird sich auch freuen, neben ihm zu spielen. Das ist ja noch unfassbarer gewesen. Also jetzt kommen wir von Mats Hummels oder von der Einschätzung des Marin Pongracic über Herrn Hummels nach dem Motto, der gehört mittlerweile zum alten Eisen und ist deswegen... So, das meinst du? Ja, ja. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Brassgeschichte der Woche. Also es sind ja Online-Petitionen schon gestartet worden, damit der englische Schiedsrichter, der diese rote Karte da gegeben hat gegen Mats Hummels, doch eventuell nochmal darüber nachdenkt, ob er nicht lieber was anderes machen will in seinem Leben, als Schiedsrichter zu sein. Er auf jeden Fall eine gute Geschichte, sollte darüber nachdenken. Also in diesem Zusammenhang muss ich sagen, das ist so krass, wirklich so krass gewesen. Und da muss ich sagen, jetzt, was so ist, die haben jetzt, die Schiedsrichter, die haben ja nicht mehr dieses Problem wie früher, ja, dass sie halt dann Entscheidungen getroffen haben, das war eine Tatsachenentscheidung, und wenn du es nicht richtig gesehen hast, dann war es halt Käse, und weißt ja selber, manche Dinge stellen sich halt optisch so dar, dass man es falsch einschätzt. Aber jetzt haben sie die Möglichkeit, alles kontrollieren zu lassen. Das heißt, ein riesen Haufen Kritik, den sie oft aushalten mussten, ist eigentlich weg. Sie können eigentlich relativ befreit jetzt vor sich hin pfeifen. Ja? Und da bin ich jetzt echt, wenn ich jetzt das nach dieser Geschichte mit Hummels, muss ich echt sagen, da muss man drüber nachdenken, ob man nicht Schiedsrichter, die sowas dann nicht in Anspruch nehmen, erstmal für eine Zeit auf Eis legt. Und zwar richtig. Ja? So eine Art Sperre wegen Unsportlichkeit. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Weil das ist ja nicht mit nichts, aber auch mit gar nichts, ist das zu entschuldigen, ja, dass er nicht wenigstens mal hingeht. So, aber das ist jetzt meine pure Wut. Jetzt komme ich mal zu einem wirklich, einen wirklichen Vorschlag, den ich gut fände. Ja, und zwar? Weil es sind ja sowieso jetzt hier und da immer wieder Unterbrechungen und Überprüfungen. Mhm. Ich fände es gut, wenn jede Mannschaft eine Einspruchsmöglichkeit hätte. Ja? Wenn die sagt, pass auf, der Schiri sagt, nö, das war so, ich guck gar nicht. Mhm. Und dann müsste irgendwie dann an der Bank einer stehen, der müsste dann zum Assistenten rennen und sagen, halt, Einspruch, das wollen wir uns angucken. Ja. So, und wenn dieser Einspruch dann gerechtfertigt wäre, sprich, würde sich entscheiden, dass das genau richtig war, dann würde man sogar diese Einspruchsmöglichkeit weiter behalten im Spiel. Mhm. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, sprich, der Einspruch war nicht gemäß, dann hätte man diese Einspruchsmöglichkeit verwirkt für dieses Spiel und hätte diese eine Möglichkeit eben unrechtmäßig wahrgenommen. Gibt's im Tennis ja auch. Ja, gibt's überall. Deswegen, wenn du überlegst, was das jetzt bedeuten kann für den BVB. Ja, klar. Ne? Mit was für Auswirkungen. Ja, nur weil so ein keine Ahnung, ob der zu lange im Stau gestanden hat oder nicht tanken konnte, der Schiri. Vielleicht sollten sie die Engländer jetzt ganz ausschließen mittlerweile, die machen so viel Unsinn. Mhm. Also Spaß beiseite. Nein, also das darf nicht passieren. Das war unfassbar. Also ich meine, wie gesagt, ich saß ganz weit weg. Ich saß auf der Pressetribüne, das sind nun ganz, 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 ganz viele Meter, habe keinen Monitor vor mir gehabt und meine Gleitsichtbrille ist auch nicht wirklich die beste, und da
selbst ich habe gesehen, das ist kein Rot. Schon bei der ersten Aktion? Bei der ersten Aktion habe ich das gesehen. Ja gut, also das muss ich jetzt eingestehen, das hatte ich jetzt nicht. Doch, ich schon. Ich traue mir relativ zügig, ich bin dafür bekannt, auch als Reporter, ich traue mir ganz schnell eine Meinung zu. Gut, manchmal liege auch ich daneben, aber ich weiß ja, wie Mats Hummels verteidigt. Und das war so eine typische Mats Hummels Aktion. Und ich habe einfach nicht verstanden, was der da macht. Dann nestelt der da an seiner hinteren Tasche da. Ich sage, was macht denn der da? Was geht denn jetzt da ab? Und dann zeigt er dem allen Ernstes die rote Karte. Und da habe ich gesagt, okay, dann greift dieser VAR ein. Ja. Und so, ja gut, dann ist alles in Ordnung. Da passiert, ne, ist ja so, dann dauerte das und dann passiert da, ja, dann nimmt er die Karte halt zurück. Und dann stapft der Hummels kopfschüttelnd vom Platz. Ich dachte, das gibt's doch. Nein, das war unfassbar. Mats Hummels hat anschließend, ich finde, ein sensationelles Interview gegeben. Absolut. Ja, also er hat dem Schiri durch die Blume empfohlen, aber mit einer derartig legendären Süffisanz mal sich um einen anderen Job zu kümmern, weil hauptamtlich könnte er das ja wohl nicht machen, was er da tut. Und vor allen Dingen hat er seinem Gegenspieler auch noch einen mitgegeben, so nach dem Motto, Herr Anthony oder Anthony, Brasilianer, keine Ahnung, wie man ihn wirklich richtig ausspricht, sei ja jetzt schon ein toller Fußballer, aber jetzt müsste er auch noch Sportler werden. Definitiv. Er hat fast noch Neymar übertroffen, finde ich. Das, oder? Und das ist ja nicht einfach. Er ist mehrfach in die eine Richtung gerollt und hat sich gedacht, reicht immer noch nicht, roll ich mich noch in die andere Richtung. Eigentlich, und das kommt noch dazu. Hätte der rot kriegen müssen. Ja, rot weiß ich nicht, aber gelb zumindest nicht für unsportliches Verhalten, weil das wäre übrigens auch dann bei diesem beim Anschauen des Videos zutage kommen, dass nicht Mats Hummels ihn umgedreht hat, sondern dass er Mats Hummels dem auf Bein getreten ist. Ja, auf Bein tritt. Ja, genau das ist es. Ja. Also natürlich nicht absichtlich, aber also wenn überhaupt, dann hätte Mats Hummels sich am Boden wälzen müssen und nicht er. Ja, also das ist, wie gesagt, das macht einen immer wieder fassungslos. Ich weiß auch nicht, ich weiß, aber dieser Video Assistant Referee, hat der keinen Kontakt, kann ich sagen, ey, wie ist der Engländer, egal, ey Engländer, guck dir das auf jeden Fall an. Musst du das nicht da ins Ohr brüllen oder wie läuft das? Das Spiel war doch unterbrochen. Aber das musst du dem doch ins Ohr brüllen. Ja, und dann sagt der aber, nein, ich bleib bei meiner Meinung. Das ist unglaublich. Ja, es ist unfassbar. Nur die Frage ist jetzt, was passiert daraus? Wie ist das jetzt mit dieser, ich meine, der BVB, was nicht, wollen sie? Ist das jetzt endgültig? Ja, haben sie schon oder wollen sie? Ich weiß es nicht, aber sie wollen Einspruch einlegen. Ja, aber gegen was? Es passiert ja nichts im Grunde, ne? So, aber es ist natürlich vollkommen richtig, was du gerade gesagt hast, weil jetzt fehlt der Hummels in Lissabon, wenn diese rote Karte nicht zurückgenommen wird. Die wird nicht zurückgenommen. So. Das kann ich dir jetzt wieder fast sicher sein. Ja, nein, die UEFA, ich kenne jetzt, also ich muss dazu sagen, was ich jetzt sage, vermute ich, aber ich bin ja auch des Öfteren, sagen wir mal, mit den Statuten, mit den Regelstatuten, ja, was Sperren und so angeht, in Kontakt gekommen. Ja. Und auch was mit Entscheidungen angeht. Bei mir wurde auch mehrfach falsch entschieden. Ja. Trotzdem wurde ich dann... Waren Sie noch zu gnädig oder was? Trotzdem wurde ich noch übelst bestraft. Egal, ja, Schnee von gestern. Ja. Nein, aber es ist ja so, das wird als Tatsachenentscheidung gewertet. Ja. Ja. Und das kannst du nicht zurück... Das macht auch kein Verband eigentlich. Ja. Also du kannst nur einen Regelverstoß zurücknehmen. So, das heißt... Ja. Wenn er jetzt Hummels die rote Karte gezeigt hätte, aber Marius Wolf hätte ihn umgegrätscht, das wäre dann ein Regelverstoß, dann klar, dann wird das zurückgenommen, dann gibt es keine Sperre. Aber so ist das jetzt eine Tatsachenentscheidung. Ja, na sicher, weil der Schiedsrichter hat es gesehen, beurteilt. Genau, so Ende. Und jetzt, und da gibt es die Strafe, die ist mindestens wie? Ein Spiel mindestens. Ja. Und das wird er auch kriegen. Ja? Ja. Die können jetzt nicht sagen, ja gut, das war zwar kein Rot, aber das geht eigentlich nicht. Und damit fehlt er dem BVB in Lissabon. Und jetzt sprichst du nämlich genau über diesen Schneeball und diese Kettenreaktionsmöglichkeit, so dann fehlt der BVB in Lissabon. Die Dortmunder haben das Hinspiel gegen Lissabon zu Hause gewonnen und kämpfen jetzt in diesem Spiel wahrscheinlich um das Weiterkommen ins Achtelfinale. So, und wenn du jetzt, klar, du kannst nicht sagen, das hängt nur an einem Spieler, aber ja, das war schon ein wichtiger Holland, Spiel. Holland ist weiterhin weg, wie Herr Pongracic ja allen erzählt hat. So, Gio Reyna wahrscheinlich weiterhin nicht dabei, ein paar andere auch nicht, keine Ahnung. 10 Leute. Was mit Herrn Guerrero weiter passiert, was mit Nico Schulz, so momentan sehen wir uns den ja herbei, diesen Nico Schulz, weil Felix Passlack das überhaupt nicht auf die Kette kriegt. Und da Hut nicht dabei und dann musst du jetzt nach Lissabon und die sind ja auch nicht, also die werden es ja auch gemerkt haben, die Portugiesen. So, die haben jetzt ein Feuerwerk abgefackelt gegen Istanbul und die wissen doch um ihre Chance. Die wissen doch, wie verwundet der BVB ist und die wissen doch, dass sie die möglicherweise einmalige Chance haben, jetzt zu sagen, okay,
die in die Europa League und wir überwintern in der Champions League. Ja, und die Chance ist nicht so schlecht so. Für die. Das, dann das geht's, schon mal und dann geht es, glaube ich, für den BVB um einen zweistelligen Millionenbetrag. Ja, richtig. So. Und dann müssen wir versuchen auf Zivilklage gegen diesen Vogel, diesen Englischen da. Ja. Ja, das ja. ist, es ist dramatisch, also so ein, das sind dramatische Entscheidungen. Ja. Deswegen, also diese, also vor Ort, das war an dem Mittwoch schon, weil du dieses Spontane da, das war natürlich schon mega, da bist du schon innerlich explodiert, aber wenn du denn, wenn du so ein bisschen zur Ruhe kommst und dann ja. die Auswirkungen, gerade in dieser Situation, richtig. Mit diesen vielen Verletzten, richtig. Ja, mit dem zeitnahen Spiel jetzt in Lissabon, das ist, die jetzt auch noch 4-0 gegen Besiktas gewonnen haben, ja. die jetzt richtig Aufwind haben, wo du wirklich sagen kannst, die haben jetzt mal richtig, die wittern jetzt wirklich ihre Chance. Natürlich, natürlich. Ja, vollkommen zu Recht. Boah, ja, das ist echt ein Hammer, was man sagen. Und du kannst nichts, das Schlimmste ist, du kannst nichts dagegen tun. Ne? Nee. Nichts. Nee. Wir gucken auf die Fußball-Bundesliga. Es wird ja auch nicht einfacher. Da muss der BVB am Samstag, morgen, heute ist ja schon Freitag, morgen Abend gegen Leipzig in Leipzig. Leipzig. So. Ja gut, die haben jetzt auch eine Woche hinter sich, die sie sich anders vorgestellt haben. Wobei, sie sind ja jetzt nicht gegen irgendeine Gurkentruppe ausgeschieden aus der Champions League. Nein, nicht gegen Schneeweiß-Bethlehem, wie ich mal schon sage. Nein, aber Leipzig ist den eigenen Erwartungen auch noch nicht so wirklich so richtig nachgekommen in dieser Bundesliga-Saison. Jetzt muss ich mir mal hier meine schlaue Tabelle holen. Wo finden wir sie? Auf Platz 8? Ja, sie kommen aber ran. Ne? Also das muss man sagen. Also die letzten Spiele, war schon jetzt eine schöne Entwicklung, finde ich. Ne? Man darf ja eins nicht vergessen. Also Leipzig hat ja wirklich, die haben ja nicht nur den einen oder anderen Spieler verloren oder den super Trainer. Die haben ja, der ganze Verein ist ja im Sommer ein komplett Umbruch verfallen. Ja? Und das muss sich erstmal rausbilden. Und wenn aber du wolltest ja echt sagen, dass der BVB so mit der Truppe, die dann noch gerade auslaufen kann, eine Chance hat, in Leipzig zu gewinnen? Ja. Ohne Mittelstürmer, ohne auch noch, den haben wir ja in den vergangenen Wochen doch mal positiv hervorgehoben, ohne auch noch diese Maschine Marius Wolf. Das stimmt, Marius Wolf, das hat mich auch echt, was für ein Pech, ne? Jetzt hat er sich richtig reingespielt. Als der im Köln-Spiel eigentlich nicht mehr konnte und das gemacht hat, was du immer erzählst, Tablettchen einschmeißen, weiter geht's. Da habe ich gedacht, super, das ist so einer, der gefällt dem Schulz. Ja, so, Schmerztablettchen eingeschmissen, weiter geht's. Hat er durchgezogen, hinterher ist er dann runter und ein paar Tage später war der schon wieder da mit seinem Pferdekuss und hat sich mehr oder weniger, naja gut, als Profi musst du dich nicht opfern, du bist Profi. Aber er hat sich für die Mannschaft nochmal richtig reingehängt und jetzt hat er den Salat. Ja, jetzt fällt er erstmal aus, weil das Ding natürlich jetzt richtig aufgebrochen ist im Oberschenkel. Ne? Schade, weil Felix Passlack ist ja mal kein Ersatz für die linke Seite. Was machen sie denn da jetzt, um Himmels Willen? Don Axel Sagadou irgendwie? Der war monatelang verletzt. Ja, ich weiß, aber. Ja, wolltest du den ins kalte Wasser schmeißen? Ja, besser den als andere. man muss auch mal rein. Es nützt ja nichts. Nein, nützt nichts. Wenn er fit ist, dann steht im Kader. Und er trainiert, und dann muss er halt auch jetzt mal wieder. Irgendwann muss er mal ran. Es nützt ja nichts. Ja, das ist dann aber auch so, klingt wieder martialisch, ist aber auch die letzte Patrone. Ja, das ist die letzte Patrone. So, also ich finde diese Verletzten-Geschichte mit, ich sag mal, wir über zehn Spielern, fast alle Muskelverletzungen, ist merkwürdig, ehrlich merkwürdig. Also. Keine Ahnung, woran das liegt. Also ich wiederhole mich da, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall steht eins fest, du hast sie nicht zur Verfügung. Du spielst ja jetzt wirklich mit dem in Anführungsstrichen letzten Aufgebot. Ja. Und schlagen wir mal den Bogen zurück zu Pongratic. Übrigens, sowas brauchst du jetzt im Moment übrigens mal gar nicht. Nee, definitiv nicht. So eine Scheiße brauchst du jetzt gar nicht. Das kommt doch erschwerend hinzu. Aber gut, Spaß beiseite. Nee, ist ja gar kein Spaß, ernst. Das kann eine Mannschaft natürlich auch, ich habe es ja, glaube ich, vorletzte Woche schon mal gesagt, das kann eine Mannschaft auch formen. Ne? Die können alle Fußball spielen, die da spielen. Ne? Und wir haben ja, guck mal vor mit Malen, der hat auch noch Chancen, sich noch zu verbessern. Und wäre der Torwart Hazard nicht ein taktisches Opfer geworden, dann hätte er garantiert gegen Ajax 3 Tore geschossen. Hazard, Reus, jetzt könnt ihr leider seinen Gesichtsausdruck nicht sehen.
Er zweifelt dran, dass das passiert wäre. Nein, aber er hat einen guten Lauf gehabt. Aber das meine ich. So eine Spieler, die können sich jetzt, sagen wir mal, so, ja, aus dem, in Anführungsstrichen, Mittelmaß der Mannschaft da nach vorne katapultieren, ja, und der ein oder andere wird es vielleicht wahrnehmen. Und nochmal, Reus, ja, wir haben ja. Reus, wir ja. haben Malen, wir haben Hazard, ja. wir haben Brandt, wen haben wir denn sonst noch? Wir haben vor allen Dingen, mein lieber Michael, einen, der definitiv nicht. Der darf sich nicht verletzen. Nein, der darf sich nicht verletzen. Das ist ein derartiger Riese. Ich finde ihn einfach nur wahnsinnig stark. Ich finde ihn herausragend. Mit welcher Energie, mit welcher Fähigkeit und mit welcher Dynamik, der da reingeht, Einstellung und vor allen Dingen, der ist Dreh- und Angelpunkt, ist doch mal ein Spielspunkt. Ja. Also Wahnsinn. Aber das meine ich. Ja. Das ist natürlich auch eine Erscheinung fast wie Haaland, das passiert nicht dauernd, aber das auf etwas mäßigerem Niveau kann das natürlich auch anderen Spielern vielleicht erstens helfen oder vielleicht auch andere Spieler anstacheln, eine Schippe draufzulegen. Also ich bin jetzt nicht ganz so schlecht gestimmt wie du, weil ich sehe doch in der Mannschaft immer noch genug Potenzial. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt da keiner von denen ein Tor schießen kann. Ja. ja. Auch gegen Köln, ich meine, wenn wir letzte Woche an das Spiel denken, 2-0, natürlich hätten sie auch das eine oder andere Ding kriegen können, aber dann hast du mal ein bisschen Spielglück auf deiner Seite, ja, und dann kommt der eine oder andere doch mal aus dem Quark. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt nach Leipzig fährst und der da jetzt deine Packung abholen muss. Zumal ja die Geschichte, jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Geschichte, ja, gegen Leipzig ist ja ein Traum eigentlich. Ja. Ja, also es gab 10 Bundesligaspiele und davon haben sie nur 2 verloren. Mhm. Unter anderem das erste Spiel Leipzig. Sprechen wir jetzt über alle oder sprechen wir über Auswärtsspiele? Wir sprechen jetzt über alle. Alle meine ich doch. Aber auch das Auswärtsspiel, das erste Auswärtsspiel Leipzig, das ist mir, als ich gelesen habe, die sind ja erst 2015 in die Bundesliga. Wollte ich gerade sagen, länger als 5 Jahre gibt es diesen Verein noch nicht. Ja, aber nur 10 Spiele? Ja, ja, was glaubst du denn? Ja, ich weiß, natürlich, wenn man drüber nachdenkt, aber über gefühlt irgendwie. 2010 haben sie sich das Ding ausgedacht. Ja, aber gefühlt sind sie irgendwie schon länger dabei. Egal. Auf jeden Fall, wir haben nur 2 Spiele da verloren und unter anderem das erste und ich glaube das dritte, also das ist schon ewig lange her. Haben nur 2 unentschieden und haben 6 Spiele gewonnen gegen Leipzig. Die ist der Hoffenheim mittlerweile ein Traditionsverein. Stimmt, ja. Jetzt sei ich so zickig, ey. Mein Gott, ey. Du weißt, ich habe da eine Einstellung, wer das irgendwie hinkriegt, der soll's. Mein Gott. Warte noch 20 Jahre, dann sind die auch Traditionsverein. Ja, wie war das mit Wolfsburg? Wie hast du Verein? Den Wolfs? Ach so. Ja, genau. Oh, hör mal, die kommen. Die kommen mit dem neuen Trainer. Cool, so, warst du fertig jetzt mit deiner Statistik? Nein, der BVB hat die letzten 3 Spiele gewonnen. Ach. Ja, und dazu kommt noch, du erinnerst dich vielleicht, das ist schon über ein halbes Jahr her, da sehe ich schwarz. Oder noch nicht mal über ein halbes Jahr, gerade ein halbes Jahr. Ich glaube nicht, dass du dich erinnern kannst, aber das letzte Pokalspiel in Leipzig, erinnerst du dich? Nein. 13. Mai. 4-1 für Dortmund. Ja, siehst du? Sag ich doch. Ja, also ich will nur sagen, ja, die Leipziger werden ja jetzt nicht mit breiter Brust auftreten, weil sie immer so gern gegen BVB spielen. Die haben so viel Packung gekriegt in den letzten Jahren. Ja, die haben der letzte Sieg, den haben die meisten, die da im Spiel noch nicht erlebt mehr. Also von daher ist das durchaus auch so ein Argument, wo ich sage, ja, das zählt auch noch ein bisschen dazu. Ne? Gut, dann gucken wir mal noch auf den Rest der Liga. Du, Bayern gegen Freiburg, so sehr ich es ja dem Christian Streich, da kann ich auch sagen, ich liebe Christian Streich, was für eine Type. Also wenn ich es irgendjemanden auf diesem Planeten so sehr gönnen würde und gönne, dann ist das Christian Streich. Absolut. Ja. Platz 3, 22 Punkte. Für ihn sind das immer noch 22 Punkte gegen den Abstieg. Ja. So. Das sind 2 Punkte hinterm BVB. Ja, ja. Der erinnert mich irgendwie, natürlich nicht jetzt im Direktvergleich, aber so von der, irgendwie von seiner Ausstrahlung und von der Art, wie er ist, so an meinen Lieblingstrainer Otto Rehagel. Ich glaube, das ist das, dieser Christian Streich kann auch, ich will jetzt nicht, da wollen wir es nicht überziehen, man muss ja nicht sagen, Menschen formen, aber er kann diesen Menschen, die ihm anvertraut werden, diesen jungen Männern, ich glaube auch fürs Leben eine ganze Menge mitgeben. Ja, ich bin da ganz bei dir. So, also ich vermute es auch nur, wie gesagt, ich kenne ihn persönlich jetzt nicht, ich weiß noch nicht, wie er arbeitet, aber wie man, wenn man das so betrachtet, aber über die ganzen Jahre, dann bin ich 100% bei dir. Wenn für einen Menschen der Begriff Haltung erfunden worden ist, oder jemand, der das geprägt hat, dann ist es Christian Streich. Absolut. Ja? Also erzähl manchmal auch ein bisschen krudes Zeug. Ja, das ist ja das Geile auch.
ganze Geschichte. Ja? Ja. Aber dann, das ist, es passt einfach. So, der spielt gegen die Bayern, so in München. Und, ja. Er ist Realist und denkt sich, naja, das wird wahrscheinlich nichts. Die Bayern rollen und rollen und rollen wieder. Ja, obwohl, ich gucke mal gerade auf die Tabelle, wenn sie, das sind 18, wenn sie 9-0, nee, reicht nicht. Wenn sie 10-0 gewinnen würden, wären sie Erster. Ja, die Freiburger. Da, ja. Mhm. Das gut, die Chance ist relativ gering, obwohl 5 hat die Bayern ja unlängst auch schon gekriegt. Schöne Idee. So, was haben wir sonst noch? Ja, Wolfsburg, gerade angesprochen, der Verein, den es ja eigentlich gar nicht gibt. 16 ja. Punkte, Florian Kohfeldt, gut gestartet, europäisch und auch in der Liga, ja, spielt ja. zu Hause gegen Augsburg. Die Augsburger haben auch mal ein Spielchen gewonnen. Ja, ja, aber normalerweise müsste das jetzt eigentlich etwas werden für den Flow des VfL Wolfsburg, dass sie dann das Ding auch gewinnen. Ja. Ja, so. Dann haben wir Leipzig-Dortmund, Hertha gegen, ach Gott, Hertha gegen Leverkusen. Da treffen ja zwei Vereine aufeinander, zwei Mannschaften aufeinander. Die Leverkusener stehen immer noch oben, aber die haben ja zuletzt ganz schlimm Lauf, ne? Ja, dass die überhaupt noch da oben stehen. Ja. Also gefühlt. Gefühlt hätte ich die jetzt auch irgendwie so auf Platz 11 oder so verortet. Was sie sich in den letzten Wochen da eingefangen haben, ne? Ja, sehr merkwürdig. Ja, dieser Mega-Start ist jetzt ähnlich wie bei Wolfsburg erstmal wieder der Sachlichkeit gewichen. Ja, also das muss man sagen. Also die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ich zahle nochmal jetzt 2 ja, schmeiß Euro mal in das Schweinchen. Mhm. Aber ganz interessant wird wahrscheinlich wirklich, auch wenn es so ein Spiel ist, was man sich nicht unbedingt angucken muss, wenn man mit den beiden Vereinen nichts anfangen kann. Aber trotzdem auch psychologisch Köln gegen Union. So, und die Kölner haben jetzt in Dortmund verloren. Es war auch eine verdiente Niederlage. Leben aber trotzdem von ihrem Engagement, von ihrem Kollektiv, von ihrem Trainer, von ihrer Inspiration. Und Union ist ja nach wie vor auch gut unterwegs als Sechster. So, also der 11. gegen den 6. Würdest du da einen Favoriten sehen in dem Spiel? Heimmannschaft? Köln? Union ist einfach, die haben sich zu stark etabliert. Das ist ja auch jetzt kein Zufall. Ich habe ja gesagt, damals, du erinnerst dich, 10. Spieltag ist für mich so der Spieltag, wo ich anfange mal zu gucken, wie denn der Trend so ist im Moment. Und wenn du nach dem 10. Spieltag mit 16 Punkten da oben stehst, nur ein Punkt vom Champions-League-Platz entfernt, dann ist das kein Zufall. Und Köln ist natürlich jetzt, die müssen auch schon wieder ein bisschen gucken. Ne? Ja, ne? 9 und 13 sind 4 Punkte auf Relegationsplatz. Aber, ne? Also auch nur 3 Punkte weg vom Europa. Die sind jenseits, die sind jetzt am Scheideweg, sage ich mal so. Ja, da geht's jetzt drum, ob ich die, sagen wir mal, diesen Saisonstart jetzt festigen kann und mich zumindest mal im gesicherten Mittelfeld befinde, oder ob ich mich wieder langsam nach unten bewege, was nach so einem Start immer sehr schlecht ist. Ne? Dann plötzlich merkst du, dass dieser ganze Hype war nur ein Lüftchen. Ja? Genau. Und jetzt plötzlich stehst du unten drin. Das ist schlechter als andersrum, als wenn du von unten kommst und dann nach oben durchstartest. Aber ich sehe da jetzt im Moment wirklich keinen klaren Vorsprung. Also weder bei Union noch bei Köln. Das wird ein hart umkämpftes Spiel, glaube ich. Dann wer überhaupt nichts mit sich und seinen Mitmenschen anzufangen weiß, der guckt sich am Sonntagabend um 19.30 Uhr noch an, führt gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Also die Frankfurter tun mir leid, muss ich sagen, ehrlich. Irgendwie. Das ist ja auch Not gegen Elend, wobei führt, meine Güte, also ein Punkt minus 20 im Torverhältnis und Frankfurt hat als Viertletzter immerhin 9 Punkte. Ja, das entspricht aber nicht der Leistungsfähigkeit. Ich meine, jetzt in der Europa League da und so haben sie ja wieder durchaus Leistung gebracht. Deswegen. Da hat natürlich jetzt, glaube ich, auch, da ist es ja ähnlich wie in Leipzig. Mhm. Da ist ja auch nicht nur der ein oder andere Spieler gegangen und nicht nur der Trainer, sondern da ist ja auch das komplette. Ob sich Freddy Bobic wohl in Berlin wohlfühlt? Haben sich ein bisschen da wieder. Das ist ja auch, du kommst da in so ein Ding rein, was irgendwie auf der Talfahrt war, die musst du erstmal bremsen. Da kannst du nicht gleich die Richtung ändern und gleich nach oben durchstarten. Da musst du erstmal auf einem gewissen Level die ganze Sache ein bisschen zu beruhigen und dann kannst du an deinen eigenen Vorstellungen arbeiten. Also das wundert mich jetzt nicht, dass die nicht, nur weil Freddy Bobic jetzt Manager ist, den ich für einen guten Typen halte, ich kenne ihn persönlich sehr gut. Mhm. Ich glaube schon, dass der da mittelfristig was bewirken kann, aber das geht nicht innerhalb von 2-3 Monaten. Nein. Das ist ausgeschlossen. Also die haben jetzt wieder einen Trend und das wird gehen und Frankfurt wird auch, also da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass die auch wieder nach oben kommen, na, auf jeden Fall. Jadon Sancho. Was mit dem?
Nix ist mit dem. Der hat im letzten Spiel gegen Leipzig, glaube ich, nur Tore geschossen. Der Wichtige. Mhm. Jadon Sancho ist total gefrustet. Ach, wieso? Jadon Sancho ist nicht mehr eingeladen worden zur englischen Nationalmannschaft. Das hat mit seinem Verhalten nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass er bei Manchester United gefühlt noch niemals mehr Reservist ist. Ja, zu Recht. Ich habe es ja damals gesagt. Mhm. Ich hoffe ja nur, dass das ein abschreckendes Beispiel, wobei der Jude Bellingham ist ein anderer Typ. Aber dass das vielleicht so ein abschreckendes Beispiel für Jude Bellingham ist und dass sich so ein Jude Bellingham sagt, nee, komm, ich bin hier ganz gut aufgehoben. Warum machst du dir jetzt über Jude Bellingham Gedanken? Der hat einen langen Vertrag, keine Ausstiegsklausel. Ja. Ich finde eher, das sollte ein Beispiel für unseren Freund Haaland sein. Kurzfristig. Weil Bellingham braucht sich keine Gedanken machen, wenn der BVB sagt, Junge, pass auf. Mhm. Und ich glaube nicht, wenn der sich auch noch hier rausstreiken will. Den Kopf verdrehen lässt, dann hören wir auf, dann über Fußball. Auch, ja, dann hören wir auf, über Fußball zu dann, reden. Dann werde ich auch nie wieder einen loben. Ehrlich, tut mir leid, dann ist vorbei. Ja? Ja. Also an den glaube ich. Ich glaube, der wird so lange durchziehen, wie es irgend geht. Ich sehe das eben, aber du hast recht. Ich sehe das auch für ein gutes Beispiel mal für so ein paar Jungs, mal vielleicht ab und zu mal den Kopf einzuschalten und zu überlegen, ob es nicht vielleicht doch besser ist, da zu bleiben, wo man sich wohlfühlt, wo man hoch geschätzt wird. Wo auch, wie heißt das so schön? Honig und Nektar oder was auch immer fließen. Ja, genau. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie da sind. Ne? Und man kann es sehr gut aushalten in Dortmund, als Fußballer. Sehr gut. Ja, du auch nicht nur als Fußballer. Auch so? Ja, natürlich auch so. Aber das wollte ich jetzt sagen. Also es ist nicht so, dass du jetzt nur... Deswegen setzt du dich jetzt auch gleich in dein Auto und fährst wieder ins Rheinische. Das hat was an. Das ist eine andere, ganz andere Geschichte. Ja, okay. Ja. Aber deswegen lasse ich nichts auf mein geliebtes Dortmund kommen, wo ich so viele Jahre verbracht habe. Mhm. Ja. Und ich muss ja dazu sagen, das habe ich glaube ich noch nie gesagt, aber ich sage es mal, als ich damals von Lautern aus dem Pfälzerwald, ich bin ja ein Naturfreund und so weiter, als dann Dortmund bei mir anklopfte, dann habe ich gedacht, weil ich habe Verwandte in Gelsenkirchen, da sind wir als Kinder immer hin. Und dann Ostern, dann hatte ich weißes Hemd an und mittags war alles voll von Ruß. Ehrlich, und da habe ich gedacht, und weißt du, auch wenn wir zu den Spielen hier mal nach Dortmund gefahren sind und so vorher, ne, da fährst du nur Autobahn, da hast du nur die Schornsteine gesehen, da sagst du, meine Fresse, ey, was ist das denn? Ne? Ich habe Verwandte in Gelsenkirchen. Hör mal, das Dilemma, das hast du mir bisher vorhin da. Ja, ist aber so. Ja. Und zwar fast in Sichtweite vom Schalker Stadion, also vom ehemaligen Parkstadion. Egal, also ich will nur sagen, als dann mein Wechsel ansteht, dachte ich, Dortmund ist ein geiler Verein, aber ich gehe da hin, mach meinen Vertrag und dann aber ganz schnell wieder weg da. Ja. Und die Wahrheit ist, ja, ich habe Dortmund und natürlich zum einen als Fußballer, aber als auch Mensch habe ich lieben gelernt. Ja. Und es gibt auch so, so schöne Ecken hier in der Gegend. Ja. Es ist also, mal gut, dass es jetzt nicht mehr so viel Schornstein wie früher gibt, das ist ja auch alles klar, aber es ist eine schöne Stadt, ist übertrieben, aber es ist eine Stadt, ja, mit viel Herz, mit tollen die Leuten. Menschen und so machen die Stadt aus. So die ist Menschen es, genau. Machen diese und, das, Stadt und nicht umsonst bin ich deswegen 26 Jahre hier geblieben. So. Also hör jetzt auf, mich hier an die Wand zu nageln. Ja. Ich habe mit Christian Wörns im Trainingslager in Österreich, als er frisch zum BVB gekommen ist. Und Christian Wörns jetzt mal bei aller Liebe, ne? Leverkusen ist hässlich wie die Nacht. Ne? So. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, damals in Österreich. Ich sag, Christian, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gesiezt habe, ich glaube nicht. Christian, so, wie gefällt es dir denn hier in Österreich? Ich sag, ist doch schön hier, so Landschaft. Ist doch schöner, als in Dortmund immer nur auf Fabriken zu gucken. Sagte der als frisch gebackener Profi von Borussia Dortmund. Ja, das meint er. Das kommt ja unserem Freund Pogacic relativ nahe. Aber du hast es ja nicht veröffentlicht, oder? Ja, sicher habe ich das veröffentlicht. Natürlich. Ja, wir haben uns anschließend aber wirklich super verstanden. Ich lasse auf den Christian nichts kommen. Liebe Grüße an der Stelle, wenn du uns hörst. Super feiner Kerl. Aber das war so ein bisschen unbedacht, da diese Äußerung. Aber auch tatsächlich von Leverkusen nach Dortmund. Und dann auch sage ich, was ich an Christian Wörns immer geschätzt habe als Gesprächspartner, eine durch und durch ehrliche Haut. Ja. Ne? Ja, ist auch ein netter Kerl, definitiv. So ist das. So, komm, tipp mal eben noch. Ich tippe, ja. Mhm. Knapper Sieg, 2-1. Na, siehst du, geht doch. Ja, also knapper Sieg für Dortmund wohl. Ja, ne? Ja, das weiß ich doch. 2-1. Ihr könnt auch tippen. Tut's gerne, ausführlich und immer wieder bei unserem Tippspielpartner www.docom21.de. Da könnt ihr an jedem Spieltag einen Tagespreis gewinnen. Und wenn ihr ganz
viel Glück habt und jetzt noch durchzieht bis zum Saisonende, reicht's vielleicht auch noch zum Saison-Tipp-Champion. Ne? Wer weiß. Probiert's einfach aus. Ich mach da lieber nicht mit. Du machst lieber nicht mit. Und ansonsten kommentiert auch gerne in unserer Community auf unserem YouTube-Kanal. Also ne, guckt mal, wenn ihr uns möglicherweise anders hört, über andere Podcast-Kanäle. Wir sind auch bei YouTube mit dem Audio zu finden. Ne? Einfach nur Vorstopper eingeben, dann findet ihr uns. Das ist der YouTube-Kanal von Radio 91.2. Das ist der Sender, bei dem wir hier sitzen. Ja, mein lieber Arbeitgeber. Und dann suchen wir einmal ganz noch kurz raus, so ein paar Kommentare von letzter Woche zum Beispiel. Einige haben sich über den Besuch von Ingo Anderbrügge gefreut. Ja. Und es schreibt einer, ich höre euch gerne auch als Bayern-Fan. Nicht nur der Schulz ist unersetzlich, auch der Schärf, danke, ist nicht durch die Zweitbesetzung zu ersetzen. Es ist kein Vergleich, macht weiter so. Ja? Schön, ja, das hört man gerne. Ich krieg gerade schon wieder eine Gänsehaut. Ich freue mich ja über Lob auch. Ja, so, habe auch ein bisschen Kritik bekommen. Ja, und Wolfgang Weber, unser Freund, der häufig schreibt, liebe Grüße an den Wolfgang. Ach, hör mal, jetzt aber. Schulz und Schärf gehören in die Fernseh-Primetime oder mindestens ins BVB-TV. Wie ist der Name nochmal? Wolfgang Weber ist das. Ja. Wir werden dich dann als Manager auf jeden Fall verpflichten, oder? Wie siehst du das? Definitiv. Ja. Nein, vielen Dank dafür. Ihr Lieben, sehr gerne. Bleibt sauber, bleibt gesund und lasst euch weiter die Laune nicht verderben. Viel Spaß an diesem Fußballwochenende und wir hören uns die Tage wieder. Michael, es war mir ein Fest. Ich habe mich auch sehr gefreut, muss ich sagen, heute. Es war ganz besonders, weil auch so, ich habe gerade schon drüber nachgedacht, so Geschichten, ein paar Geschichten von früher sollten wir ruhig ab und zu mal einbauen. Ja? Weil die kann man auch erzählen, da wird man auch dann ja nicht mehr gedasht, wie der gute Pongratsch jetzt zurecht. Ja? Aber so ein paar Anekdötchen aus der Vergangenheit lassen wir ab und zu mal durchblicken. Das werden jetzt, wir auf jeden Fall weiter so machen. Macht's euch schön und gehabt euch wohl. Bis die Tage, macht's besser. Bis dann. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?